Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tellan, Toshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's wieder um ein Achievement hier auf der verbotenen Insel und zwar wollen wir wieder ein paar Drachenrennen fliegen. Das letzte Mal hatten wir ja die verbotene Insel auf der Schwierigkeitsstufe Gold in fortgeschrittenen Modus gemacht und dieses Mal wollen wir selbiges machen, aber dementsprechend umgekehrt, also die dritte Variante, die wir auswählen können. Und da sind es ja insgesamt 6 Rennen, nehmen wir quasi Bronze, Silber und Gold in einem Aufrutsch gleich mit. Ich kann euch kurz mal auf der Map zeigen, die ganzen NPCs habe ich hier schon rausgesucht. Und jetzt fangen wir hier unten mal an auf den Koordinaten 64, 85. Und da wählen wir jetzt bei ihm hier die Rückwärtsspur aus. Und dann gucken wir mal rein, wie schwer diese Rennen sind. So, da, Try Nummer 13 sind wir mittlerweile. Also ich bin jetzt ein bisschen verzweifelt, deswegen probieren wir jetzt mal, meiner Meinung nach unsinnige Sachen. Aber ich kann jetzt mal dieses nach oben steigen, auch bei den kleinen Steigungen, benutzen. Oder meintest du hier schon, bei dem? Weiß ich nicht, ob sich das rentiert. Das ist ja so ein minimaler Hügel. Ich glaube, da fliegst du dann ewig nach oben für nix und wieder nix. Tatsächlich. Da lohnt sich's. Hier könnte ich das hier benutzen. Ach, da wirst du halt ewig langsam auch. Oh, jetzt bin ich fast in den Berg reingeflogen. Weil ich glaube, du lädst mehr Elan dadurch auf, ne? Das könnte vielleicht... Jetzt habe ich richtig viele Elan über noch am Ende. Ja gut. Haben die das ein bisschen geändert? Also das hat mir jetzt nicht viel von der Höhe gebracht, aber irgendwie habe ich ewig viele Laden gekriegt durch das Hochfliegen. Vielleicht war das jetzt wirklich the way to go. Jetzt hat es damit geklappt. Also ich habe jetzt quasi hier bei der Einsteigung und bei der hier habe ich einmal das nach oben fliegen gedrückt. Irgendwie habe ich dann auf einmal richtig viele Laden bekommen. Ich weiß auch nicht, weil das hebt mich ja nur ein Stück nach oben, ne, wenn ich nicht gerade nach oben schaue. Aber es hat irgendwie geklappt. Gut, holy moly, ich habe jetzt da 13 Tries gebraucht, glaube ich. Aber wir haben es hinter uns. Jetzt schauen wir mal. Hoffentlich sind die anderen leichter, ich sag's euch. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt hier unten bei den Koordinaten 75, 65. Ich sagen, Rückwärtsstrecke, auf geht's. So, Dollar, Try Nummer 2. Beim ersten bin ich jetzt blöderweise hängen geblieben an so einer Kugel. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Und hab's leicht verkackt. Hinten bei der bin ich hängen geblieben, oder? War das eine? Ne, es war eine noch weiter. Hier jetzt relativ eng. Jawohl, eigentlich ist es gar nicht so eng. Da bin ich blöd reingeflogen, wenn wir ehrlich sind. Ich bin fast an die Wand dran. Schauen wir mal. Ah, okay. Gold mitgenommen, zweiter Try. Das war doch gut. Boah, besser als in dem anderen, jetzt wo wir ewig rumgemacht haben. Dann würde ich sagen, können wir weiter zum nächsten. So, da sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 63, 51 und dann starten wir wieder rein in die Rückwärtstour. Dann sind wir bei Try Nummer 12, dass ich es noch zusammenbringe. Eben haben wir 0,2 gefehlt, also nicht viel. Ich habe mich jetzt hier schon gut vorangeprogressed. Die Strecke ist halt echt so ein bisschen, man muss ein bisschen was sparen an Elan, aber auch nicht zu viel. Jetzt prügel ich am Anfang hier doch ein bisschen mehr noch durch als eben. Ich weiß nicht, irgendwo muss ich die 0,2 Sekunden noch rausholen. Eigentlich habe ich es eben gerade schon relativ gut gemacht, würde ich sagen. Zickzack dann noch angesagt. Dann ziehen wir jetzt hier das nach oben fliegen. Okay, hier machen wir nochmal einen Speed rein. Und nochmal... Ah, das... Komm, that's it. Das war gut. Das war, glaube ich, gut. Komm. Ja, das hatte ich im Gefühl. Dann waren wir sogar eine Sekunde drunter. Das Ding ist, hier das letzte Stück hier oben rum,
da ist dann, bei dem Wasserfall ist es hier, ne, hat man keine LAN mehr. Das ist immer kacke. Also am besten, wenn ich hier unten ist, sollte man noch eine LAN Minimum überhaben plus den Hochspeed drücken. Also nicht das nach vorne schießen, sondern das nach oben fliegen, dass man hier hochkommt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie haben die das gebufft, aber das bringt jetzt mehr Speed als das nach vorne schießen und du kommst nur nach oben. Also ich glaube, das ist tatsächlich besser. Die zwei Sachen haben mich gerettet, weil hier oben ist halt eine Weile eine Durchstrecke. Wenn man da noch eine LAN hat, dann reicht es, dass man hier zu der Orb kommt, um die restliche Strecke fertig zu machen. Na gut, es waren jetzt einige Tries, aber wir haben es geschafft. So, dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier bei den Koordinaten 49, 60. Und ich würde sagen, legen wir los mit der umgekehrten Strecke. So, dann sind wir bei, ich glaube, Try Nummer 7. Ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, vielleicht haben wir jetzt auch verzählt mittlerweile. Ich dachte, ich habe die Orb mitgenommen, aber nein, anscheinend nicht. So, jetzt warten wir hier kurz, dass wir ein bisschen Elan aufbauen. Elan. Vielleicht kann ich hier sogar nochmal nach oben speeden. Ich weiß es halt nicht. Eventuell. Zumindest habe ich den Start jetzt schon ein bisschen besser drauf, weil am Anfang habe ich das Problem immer gehabt, dass ich dann zwischendrin richtig slow wurde, dass dann gar nichts mehr ging. Ah, nice, da war die Goldzeit. Ich hatte sogar noch eins, wo Elan über, ne? Aber ich wollte jetzt nicht wieder nach oben fliegen, weil vorhin hatte ich einen Try. Da war ich auch gut dabei und dann habe ich das nach oben fliegen gemacht, bin über das Ding rüber gesaust und musste dann eine komplette Kurve wieder fliegen, um das Ding zu sammeln. Also, ja, es war nicht schlecht. Aber das waren jetzt doch einige Tries, ne? Gut, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten weiter. So, wir sind am nächsten Spot und zwar, jetzt sind wir hier oben bei den Koordinaten 31, 66. Und dort machen wir einmal die Rückwärtsstrecke. Okay, dann Try Nummer 2. Wir müssen hier steil nach oben. Gleich hier einmal durch. Ich glaube, rückwärts ist der Parcours wesentlich ätzender als vorwärts. Weil vorwärts fand ich ihn relativ einfach tatsächlich. Mir wurde jetzt gerade erzählt, dass ich mit Speed durch die lila Kugeln auch einfach durchfliegen kann, aber... Das habe ich eben probiert und das hat sich als nicht wahr herausgestellt. Also ich weiß nicht. Oh, warte mal. Das gehört gar nicht dazu, dieser Windadler. Das war was ganz anderes. Ja gut, vielleicht sind wir da jetzt unnötigerweise eine riesen Kurve geflogen, die wir hätten nicht machen brauchen. Reichen wird wahrscheinlich nicht. Ich dachte, der gehört hier mit zum Parcours dazu, wisst ihr? Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Ah, okay. Der Parcours ist ja richtig easy. Da war ich 3 Sekunden drunter und ich habe sogar verkackt. Ich habe versucht, den einen Vogel hier... Ich dachte, der ist irgendwie näher dran. Das war so eine optische Täuschung. Dann bin ich zu dem hingeflogen. Aber ja, gut, okay. Aber der Parcours ist sehr einfach. Den hätten wir auch First Try haben können. Wenn ich da nicht versucht hätte, durch so eine Kugel durchzueiern, ne? Also, weiß ich nicht. Gut, gut. Aber dann haben wir jetzt nur noch einen und da sehen wir uns gleich wieder. So, da, dann sind wir beim letzten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 41, 15. Und ich würde sagen, ziehen wir durch. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lang. So, Try Nummer 6 haben wir jetzt, glaube ich. Ich glaube, die Strecke ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Aber ich schaffe es ständig in irgendwelchen Objekten drin zu landen. Und das verkackt mir das Ganze. Oder ich ziehe versehentlich die Dornen und greife irgendwelche Mobs an. Und auch nicht so prickelnd ist. War jetzt, glaube ich, gar nicht schlecht. Hier richtig lang. Ich will bloß schauen, dass ich hier gleich die Kurve krieg. Muss ich sehr eng fliegen. Hier darf ich es jetzt nicht verkacken. Da sind jetzt dann auch ein paar so Kurven, die ich nicht so ganz... Wobei, eigentlich ist es relativ easy. Keine Ahnung, wie habe ich ihn davor verkackt? Here we go. Die Strecke ist eigentlich nicht schwer. Ich habe bloß ziemlich scheiße, bin ich geflogen, ehrlich gesagt. Ja gut. Und jetzt habe ich es wieder geschafft, mit der schwersten, meiner Meinung nach, anzufangen. Ne? Ich habe bei den
fortgeschrittenen Rennen habe ich hier angefangen. Da habe ich da am meisten Tries gebraucht. Und die quasi im ersten oder zweiten Try gemacht. Jetzt bin ich bei den Rückwärtsrennen, habe ich bei der angefangen und habe mit der am längsten gebraucht. Also ich weiß nicht, irgendwie immer verhext. Irgendwie immer verhext. So, jetzt haben wir quasi alle umgekehrten Rennen fertig. Und da ich quasi die fortgeschrittenen und die normalen auch schon habe, kriegen wir jetzt das Meta-Achievement. Und dafür gibt es dann dementsprechend noch einen Titel. Ich weiß nicht, dafür gibt es nichts, oder? Nee, hier gibt es halt dementsprechend den Titel. Und warte mal, habe ich noch irgendwas anderes bekommen? Nope, so wie ich das sehe, nicht, weil das steht jetzt hier gar nicht dabei, was es sonst noch in Belohnungen gibt. Aber im Chat sehe ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Heißt, es gab anscheinend nur den Titel. Ja, gut, besser als nichts. Und ja, damit sind wir wieder mit allen Rennen durch. Und ja, mal schauen. Wahrscheinlich kommen dann in Patch 10.1 wieder ein bisschen was Neues. Aber bis dahin sind wir von den Rennen wieder verschont. Und ja, dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.